schauen wir uns nun den Regionalverkehr an. Zunächst den, der auf der Straße durchgeführt wird. Als Vergleichsbasis zur Gegenwart dient uns dabei ein Fahrplanheft des Jahres 1992-1993. Gleich vorweg, von getakteten Verbindungen oder umfassenden Fahrplänen war früher noch nicht viel zu sehen, sodass wir uns hauptsächlich auf die Fahrten konzentrieren, die unter der Woche durchgeführt wurden. Da der Samstag in der Zeit noch zumindest teilweise ein Schultag war, wurde der Fahrplan am Vormittag in der Regel sehr ähnlich zu dem unter der Woche gestaltet, während das Angebot am Nachmittag stark ausgedünnt wurde und am Sonntag komplett entfiel. Betrachten wir zunächst die Verbindungen Richtung Delbrück. Eine direkte Verbindung bot 13 Mal am Tag die Linie 342, die auf einigen Fahrten über Riedberg bis nach Wiedenbrück durchgebunden wurde. Ergänzend und zum Großteil nur im Schulverkehr fuhr die Linie 444 von Paderborn in einer Schleife über Schloss Neuhaus, Sande, Ostenland, Espeln, Steinhorst und Lippling nach Delbrück. Mit nur 4 täglichen Fahrten bot die Linie 563 eine Verbindung über Elsen und Anreppen und über Delbrück hinaus bis nach Westenholz. In Richtung Hövelhof fuhr im Jahr 1992 nur die Linie 346. 19 Mal am Tag pendelte diese zwischen Paderborn und Hövelhof und war auf 14 Fahrten sogar bis nach Bielefeld durchgebunden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Linien bot die 346 einen umfangreichen Wochenendverkehr. Auch am Sonntag war der Bus 5-mal zwischen Paderborn und Bielefeld unterwegs. Mit 90 Minuten Fahrzeit pro Richtung stand der Bus damit durchaus in Konkurrenz zur damals noch ungetakteten Sennebahn, die durch zahlreiche Aufenthalte relativ lange Fahrzeiten und zudem keinerlei Wochenendverkehre besaß. Im Gegensatz dazu wurde die Strecke über Bad Lippspringe nach Schlangen schon in den 90er Jahren häufig bedient. Unter der Woche, samstags vormittags und teilweise sogar sonntags, herrschte ein 30-Minuten-Takt auf der gesamten Strecke. Dieser wurde über 3 Linien realisiert. Die Linie 356 verkehrte grob alle 2 Stunden weiter über Osterholz nach Horn und von dort aus über Remmichhausen nach Detmold. Für ihre Gesamtstrecke benötigte sie dabei knapp 1,5 Stunden. Eine parallele durchgehende Bahnverbindung zwischen Paderborn und Detmold gab es damals nicht. 2-mal am Tag wurde auch die 355 eingesetzt, die zwischen Horn und Detmold über Holzhausen und Heiligenkirchen fuhr. Entstehende Lücken füllte die Linie 450, die zwischen Paderborn und Schlangen-Knickweg zum genannten Halbstundentakt verdichtete. 10-mal täglich konnte man mit der Linie 438 von Paderborn über Altenbeken und Buke nach Bad Driburg gelangen. Dazu kamen weitere 5 Verstärkerfahrten auf verkürztem Linienweg. Der direkte Linienweg zwischen Paderborn und Buke über die Bundesstraße wurde nur auf 3 täglichen Fahrten in Richtung Paderborn angefahren. Über die B64 und den Häng hingegen verkehrte die 201, die über Schwanei und Neuenherse auch Dringenberg erreichte. Diese war mit 7 täglichen Fahrten und einer vormittäglichen Taktlücke von 5 Stunden allerdings eher sporadisch unterwegs. Die Linie 485 deckte den gesamten Raum um Dörenhagen und Lichtenau ab und verkehrte teilweise sogar weiter bis nach Warburg. Dabei fuhr zur Hauptverkehrszeit mindestens ein Bus stündlich. Die 15 täglichen Fahrten bedienten dabei alle auf dem Weg liegenden Orte, so gab es Fahrten über Dahl und Schwanei, über Dörenhagen und Ebbinghausen, sowie über die Orte Grundsteinheim, Egenhausen, Herbram und Asseln nach Lichtenau. Weiter ging es dann für einige Fahrten über Holtheim und die B68 nach Warburg, wobei eine Fahrt von Paderborn nach Warburg aufgrund der vielen Umwege knappe 2 Stunden dauerte. Einen geradezu chaotisch anmutenden Fahrplan bot die Linie 484, die praktisch für den gesamten südlichen Kreis Paderborn zuständig war. Dabei fuhren alle Fahrten über Nord- und Kirchborchen, aber die weitere Streckenführung war bunt gemischt. Einige Fahrten endeten in Schloss Hamborn, andere fuhren weiter über Etteln, Henglan, Atteln, Husen und teilweise Dahlheim nach Lichtenau. Eine morgendliche Fahrt endete dabei auch in Ebbinghausen, eine andere in Marsberg-Meerhof. Auf den Fahrten nach Fürstenberg gab es ebenfalls Variationen. So gab es eine direkte Fahrt über Neubödecken und Haaren. Andere Fahrten nahmen einen Abstecher über Wünnenberg, das vor 2000 übrigens noch kein Bad im Namen trug. Einen Umweg nahmen die Touren, die über Atteln und Henglan nach Fürstenberg fuhren. Im Schulverkehr kamen nochmals andere Linienwege dazu, unter anderem nach Büren, die hier den Rahmen sprengen würden. Genauso vielfältig wie die Linienwege war dabei der Takt.
Teilweise fuhren drei Busse im Abstand von 10 Minuten, teilweise gab es aber auch Taktlücken von über 3 Stunden. Der Wochenendverkehr war eingeschränkt, Sonn- und Feiertags fuhren immerhin 2 Busse pro Richtung. Die Linie 380 war für den Verkehr zwischen Paderborn und Büren sowie darüber hinaus zuständig und ist damit als eine Art Nachfolge der gut 10 Jahre zuvor stillgelegten Almetalbahn anzusehen. Dabei ist die Linie in Büren gebrochen. Zwischen Paderborn und Büren gab es dabei 19 tägliche Fahrten in einem groben Stundentakt, die alle über Wewer, Tudorf und Aden, teilweise auch über den Flughafen verkehrten. Am Sonntagnachmittag wurde im 2-Stunden-Takt gefahren. Zur Weiterfahrt musste an der Haltestelle Büren-Markt dann mehr oder weniger passgenau umgestiegen werden. In Richtung Brilon konnte die Linie 360 genutzt werden. Mit den weitergehenden Fahrten der 380 konnten Barkhausen, Weiberg, Hart und Ringelstein erreicht werden. Die 360 hielt auf ihrem Weg nach Brilon in Siddinghausen, Ringelstein und Alme. In der Gegenrichtung ging es über Geseke und Salzkotten nach Paderborn. Gefahren wurde im 2-Stunden-Takt, der teilweise durch zusätzliche Fahrten aufgefüllt wurde. Sonntags gab es immerhin 4 Fahrtenpaare. Zu guter Letzt existierte noch die Linie 538, die zwischen Paderborn und Lippstadt verkehrte. Dabei nahm sie zwischen Paderborn und Salzkotten einen Umweg über Elsenbahnhof und Scharmede. Darüber hinaus ging es weiter über Ferne und Mantinghausen nach Gafeln, wo teilweise zur Weiterfahrt nach Lippstadt umgestiegen werden musste. Der Fahrplan war bedarfsgerecht gestaltet und wies daher weitreichende Taktlücken auf. Eingesetzt wurden damals die Standard 1 und Standard 2 Busse der Bundesbahntochter Busverkehr Ostwestfalen, kurz BVO. Ab Mitte der 90er Jahre eroberten sich dann aber auch im Regionalverkehr Niederflurbusse das Feld und übernahmen immer größere Teile der Leistungen. Fassen wir noch einmal zusammen. Zwar gab es für heutige Verhältnisse unvorstellbare Durchbindungen nach Wiedenbrück, Detmold oder Lippstadt, dennoch war eine quasi nicht vorhandene Taktung auf den meisten Relationen kaum attraktiv und begünstigte die Nutzung des ÖPNV höchstens auf Arbeits- oder Schulwegen, nicht aber auf Freizeitfahrten. Ganz anders sieht das im Jahr 2020 aus, in dem regelmäßige Fahrten und Wochenendverkehre auch im Regionalverkehr schon zur Selbstverständlichkeit gehören. Mit Inkrafttreten des Fahrplans 2020-2021 erhält Delbrück neue Anbindungen über 3 Buslinien, die den gesamten Tag über stündlich, sonntags immerhin 2-stündlich verkehren. Der Westfalen-Schnellbus der Linie S40 fährt von Paderborn auf direktem Wege über die B64 nach Delbrück und von dort weiter nach Westenholz. Die R41 macht einen Abstecher über Anreppen und verkehrt über Delbrück hinaus nach Sothagen, während die R45 einen großen Bogen über Bentfeld und Boke nimmt und in Delbrück endet. Zum Einsatz kommen Fahrzeuge der Bietergemeinschaft GoOn, die im aktuellen Fahrmit-Design gestaltet sind. Den Bahnhof Hövelhof erreicht man von Paderborn aus nach wie vor über Schiene und Straße. Die R20 fährt über Sennelager und Klausheide stündlich nach Hövelhof, nachmittags sogar halbstündlich. Ab dem Bahnhof Hövelhof wird sie auf den meisten Fahrten durchgebunden auf die Linien 421 in Richtung Riege und Espeln oder 426 nach Stukenbrock. Springen wir nun auf die andere Seite des Truppenübungsplatzes Senne. Alle 15 Minuten ist ein Bus zwischen Paderborn, Bad Lippspringe und Schlangen unterwegs. 3 Fahrten pro Stunde laufen dabei als Regionalbuslinie 50. Die 4. Fahrt verkehrt als R51 weiter über Osterholz-Haustenbeck und Kohlstedt nach Horn. Unter der Woche enden die Busse an der dortigen Mittelstraße, wo Anschluss nach Detmold besteht. Am Wochenende wird die R51 bis zum Bahnhof Horn verlängert. Zum Einsatz kommen hier, wie auch auf der R20, grüne Busse der GoOn, die seit 2014 das Bild der Linien prägen. Eine Fahrt von Paderborn nach Schlangen mit der R50 dauert dabei 40 Minuten, Horn wird erst nach einer guten Stunde erreicht. Ebenfalls unter der Regie der GoOn verkehrt die Linie S30 von Paderborn über die B64 nach Bad Driburg, am Wochenende auch weiter bis nach Siebenstern. In Buke bestehen dabei seit 2016 stündlich Anschlüsse an die Linie R31, die auf unterschiedlichen Linienwegen nach Altenbeken, Schwanei, Neuenherse, Dringenberg und Willebadessen verkehrt. 3-mal am Tag und vor allem zum Zweck des Schulverkehrs ist auch ein Bus der Linie 432 ohne Umstieg von Paderborn nach Willebadessen unterwegs. Nur am Wochenende besteht eine regelmäßige Direktverbindung von Paderborn über Altenbeken und Buke nach Bad Driburg mit der Linie 431. Wechseln wir die Farbe von Grün zu Rot.
Im südlichen Kreis Paderborn betreibt die Deutsche Bahn mit ihrer Tochtergesellschaft BVO noch die Linien in Richtung Lichtenau, Bad Wünnenberg, Büren und Salzkotten. Von Paderborn auf direktem Wege nach Lichtenau fährt stündlich die Linie S85, die darüber hinaus über Kleinenberg und Schärfede zum ZOB in Warburg verkehrt. An Sonn- und Feiertagen wird stattdessen die Linie S86 eingesetzt, die in Warburg bis zum Bahnhof fährt und auch einige auf dem Weg liegende Orte mitbedient. Je nach Tageszeit, stündlich oder zweistündlich, ist zwischen Paderborn und Lichtenau auch die Linie 484 unterwegs, die die Orte Grundsteinheim, Herbram und Asseln in einem weiten Bogen mitbedient und dabei über 20 Minuten länger für die Gesamtstrecke benötigt als die S85. Auch sie dient hauptsächlich dem Zweck der Schülerbeförderung. Bis nach Dörenhagen auf gleichem Linienweg fährt siebenmal täglich auch die 471. Ab dort macht diese sich allerdings auf den Weg über die engen Straßen von Schloss Hamborn nach Kirchborchen. Auf einen Viertelstundentakt ergänzen sich die Linien R70 und R82 zwischen dem Paderborner Hauptbahnhof, der Borchener Straße und Nordborchen. Dort teilen sich die Linienwege auf. Die R70 fährt über den Friedhof und den Gewerbepark nach Alfen, die R82 über Kirchborchen und Etteln bis zum Wendeplatz in Atteln, wo teilweise Anschluss nach Lichtenau besteht. Auch Bad Wünnenberg ist über zwei Linien erschlossen. Am schnellsten ist dabei die S10, die auf dem Weg nur in Haaren hält und ansonsten die Autobahn befährt. Über Bad Wünnenberg geht es weiter nach Brilon, wo am dortigen Stadtbahnhof ein direkter Anschluss zur RB 42 Richtung Brilon-Wald, Willingen, Korbach und Marburg an der Lahn besteht. Eine Besonderheit an dieser Linie ist, dass neben der BVO auch Fahrzeuge der DB-Tochter Westfalenbus anzutreffen sind. Zusätzlich zur zweistündlichen Linie S10 fährt über Umwege auch die Linie R11 nach Bad Wünnenberg, mit der es siebenmal am Tag auch eine Direktverbindung von Paderborn in den Ort Bleiwäsche gibt. Eine Querverbindung zwischen Bad Wünnenberg und unserem nächsten Betrachtungsgebiet Büren stellt die Buslinie BÜR5 dar, die die Strecke in unter 30 Minuten bewältigt. Der zentrale Umsteigepunkt in Büren liegt dabei an der Alten Post, von der alle 30 Minuten ein Bus nach Paderborn abfährt. Die stündliche S60 fährt über den Flughafen Paderborn-Lippstadt, während die S61 ebenfalls stündlich diesen auslässt und stattdessen über Wewelsburg und Niederntudorf nach Paderborn verkehrt. Am Wochenende werden die Linien jeweils auf einen 2-Stunden-Takt reduziert, womit zumindest noch ein stündliches Angebot zwischen Paderborn und Büren besteht. An der Alten Post finden häufig auch Linienwechsel statt, sodass die Busse von und nach Paderborn teilweise ohne Umstieg auf längeren Linienläufen unterwegs sind. Bleibt zuletzt noch Salzkotten und damit auch eines der unspektakulärsten Bedienungsgebiete der Regionalbusse rund um Paderborn. Stündlich und mit kaum Zwischenhalten ist die Schnellbuslinie 90 zwischen dem Westerntor in Paderborn und dem Bürgerhaus in Upsprunge unterwegs, von wo es in der Regel umsteigefrei auf einer der Salzkottener Stadtbuslinien weitergeht. Die Linie R93 über das Siedlungsgebiet Elsa-Holz und Scharmede ist dabei seit 2017 auf 5 bis 6 tägliche Fahrten reduziert und nur noch bedarfsgerecht unterwegs. Angemerkt sei noch, dass die Busse zur Schulzeit in Paderborn teilweise auf verändertem Linienweg verkehren. Zusätzlich dazu existieren nur vereinzelt verkehrende Schulbuslinien und in der Vorlesungszeit der Universität Paderborn einige Fahrten, die direkt an den Haltestellen Uni Schöne Aussicht oder Uni Südring beginnen, so beispielsweise auf den Linien R50, S60 oder R93. Auf dem Weg vom regulären Linienweg bis zur Universität haben diese im Stadtgebiet im Regelfall allerdings keine weiteren Zwischenhalte, sodass sie kaum als innerstädtische Uni-Zubringer nutzbar sind. Damit sind wir auch am Ende des zweiten Teils angelangt. Bleibt nur noch die Betrachtung der schienengebundenen Linien rund um Paderborn.